Der grübelt jetzt bestimmt wieder. Noch ist keiner drin. Ich wollte ein paar Minuten live gehen. Ich habe Geräusche bei mir gemacht und da hat Vanessa, dann fühlt er sich wohl. Wenn sie machen, dann ist das Wohlfühlen, ja. Musst du vorsichtig sein, weil dann fangen sie mal an zu zappeln, wenn man sie runtertut. Ja. Machen wir das Fell gerade bei ihr. Hm? Was ist denn ganze Fell wuschelig? So. Na, ja, tick mal, ja. Oh, ich hab mir ein Dings gebaut, guck mal, ich spreche. So ein Tisch, wo ich das Handy halt da oben mache. Was ist das da draußen? Lange nicht mehr gesehen, mein Freund. Was darfst du, Digga? Naja, das geht nicht. So, da, jetzt bist grade, du live? Mhm. Wow. Ich hab's gerade noch extra erwähnt. Da sollen sie die Türe bitte oben zumachen. Solche Schoko Nutella Muffins? Ich weiß oder Nutella Muffins? Kommt keiner. Kein Interesse. Ist uninteressant, Schatz. Das ist mein guter Dave. Du weißt, dass die Lives jetzt. Also, das, du kannst sie runterladen. Die gehen nicht verloren. Also, du kannst. Aber ich, ja, eins dann ist das ein bisschen wie auf Twitch. Ja. Das genau. Finde ich auch gut. Ich fand das sehr schade. Weißt du, wenn du mal ein gutes Thema hast. Oder keiner. Du gute Lieder singst, dann geht das wenigstens nicht verloren. Doch, da ist jemand. Kacke, ne, das, ja. Und schon wieder raus. Nee. Okay, ich bin doch drin. Da ist noch jemand anders. Ja, der ist wieder raus. Marcel, hallo. Bist du raus oder bist du hier? Wenn ich keine Antwort von dir bekomme, dann gehe ich davon aus, dass du raus bist. So, jetzt wird der nächste. Ja, nee. Wie geht der jetzt? Techno. Ach so. Der muss gebadet werden. Kommt keiner. Oh. Oh. Oh, sie streckt 5 Jahre jünger aus, ne? Hä? Ist bei dir oben stehen da welche drin? Ja. 2. Bei mir steht das nicht. Was ist das denn? Jetzt ist sie auch weg. Da ist einer drin. Ja, du. Giuliano Cinto. Giuliano? Cinto. Ja, so. Nacho Divis. Nacho Divis, genau. Instabil, so bin ich. Steht's gerade? Ja. Nee. Zeit verzögert total. Total. Das wird wohl nichts. Nun warte doch mal ab. Die kommen jetzt. Guten Abend. Guten Abend. Gottes Segen. Giuliano. Gottes Segen. Das hier, warte, ja, ist schon spät, ne? Psst, der ist live. Ich weiß. Kannst du mal gerade gucken, so was draußen so blinkt? Ja, ich hatte ja draußen die ganze Zeit gehabt. So. Es nervt mich auch. Mhm. Wieso nervt dich das? Ja, wie geht's? Weil ich beim Stuhlgang. Das glaub ich nicht. Haare machen. Das glaub ich nicht. War auch das glaub ich nicht. Die Kinder. Ja. Danke, ja. Das war im Auto halt abgeschleppt. Ach so, ja, Abschlepper. Verstehst du leider nicht. Ah, aber ich kenne das Wort. Ja, ich kenne das auch, aber. Ich weiß nicht mehr, was das heißt. Was heißt das nochmal? Ja, so, alles gut, gleich zu Hause. So, alles gut, gleich zu Hause. Bist du noch unterwegs? Selbst? Ja, Fabian. Sag doch, dass du es nicht verstehst. Mein Vater versteht das nicht. Bitte auf Deutsch übersetzen. Nicht alles, ja. Also ich bin leider nicht so groß geworden. Ach ja. Ja, ich fühle mich jetzt so ein Außenseiter.
Nur so Fetzen, weißt du? Was ist das? Das ist für ein Gel. Ja. Ich hab's nie berührt. Trainingswäsche. Was machst du denn jetzt schon wieder in der Küche? Was? Ist geschlossen jetzt. Ist Jesus auch dein Boss? Entschuldigung. Jesus ist mein Boss. Jesus? Da steht also Jesus, aber es ist Jesus ist mein Boss. Ja. Was das Englische ist. Er ist mein Boss. Geh. Jesus. Geh. Jesus. Ich schaue mit deinen Videos an. Mein Wort. Wenn du darauf antwortest, sehr gesegnet. Amen. Amen, Amen, Amen. Vielen, vielen Dank. Das ehrt mich. Auf jeden Fall. Alle Ehre gebührt ihm. Aber schön, dass es dir gefällt. Weißt du, ja, sehr gut. Mein Erlöser ist er und deiner auch. Er hat uns befreit aus allem. Ja. Ja. Ohne ihn geht nichts. Wie gesagt, sag ich mal, ich weiß nicht, wie ich so lange überleben konnte ohne ihn. Ne? Aber wir haben nur überlebt. Jetzt fangen wir endlich an zu leben. Ja. Jetzt ist es echtes Leben. Mit dieser Gewissheit, dass uns alles vergeben worden ist. Dass wir gerecht vor Gott stehen können. Obwohl wir das nicht aus eigener Kraft verdient haben, sondern weil er es getan hat, dürfen wir gerecht sein. Und wir sind Geliebte. Bitte. Und du bist geliebt. Gute Nacht. Gute Nacht, Schatz. Gute Nacht, mein Sohn. Schön. Ratti, Ratti. Und all deine Zuschauer. Ja, danke. Meine ganzen 3 Zuschauer. Wird noch. Sogar mein 3. Live. Na? Wo kommst denn du her? Giuliano. Wenn ich fragen darf. In welche Gemeinde geht er? In welche Gemeinde? Genau. Ja, er ist die Liebe in der Person. Er ist kein böser, strenger, sondern er ist die Liebe. Wir sind seine Kinder aus Ulm. Ja, wir sind hier so aus Nähe Aachen. Und wenn du Aachen nicht kennst, dann Köln ist ja ein Begriff dann von dieser Nähe. Oder Düren, ja. Wie in Weißweiler Gemeinde. Genau, der Name ist Eschweiler Gemeinde. Pastor Zonni. Ja. Hallo an alle, die gerade hinzugekommen sind. Gottes Segen. Wie geht's euch? Heute ist schon wieder Mittwoch. Ich habe schon so viele Mittwoche erlebt. Schatz. Aber momentan keinen mehr. Ja, die von Köln vertreten Augsburg und. Mhm. Rocky sagt Kennst mir du was. Rocky? Rocky sagt mir was, ja. Meine Mutter kommt aus Eschweiler. Oh! Mir gebührt dich auch. Ja, mir gebührt dich auch. Und jetzt sind wir halt im Umkreis. Fängt gerade an. Nee. Rocky. Aber Rocky ist. Ja, sag mir was. Ja. Kennst du Sonny? Oder aus Köln die. Antonio. Antonio. So. Oder Schoko. Schoko, genau. Galia. Ja, der. Ja. Achso, der Rocky hat auch eine Gemeinde in Köln. Ja. Also, wenn ich ihn sehe, dann weiß ich bestimmt. Ich habe nicht so mit den Namen alle. Ja. Wie lange glaubst du denn schon? Wie lange bist du denn schon? Oder wie lange hast du denn schon dein Leben Jesus gegeben? Hallo Justin. Justin ist beigetreten.
Der 15-jährige Justin. Wie geht's dir? Nein, kein Corona. Jesus vertrauen. Ich bin ja fest überzeugt, dass wenn das soweit ist, mit diesen Mahlzeichen, ne, dass wir schon weg sind. Dass wir schon entrückt sind. Ja, nämlich danach fängt sofort, also sag ich mal, die Trübsalzeit an. Hab ich das richtig gesagt? Trübsalzeit, ja. Ich hab's heute irgendwie, liegt am Wetter. Hab keine Angst. Alles ist gut. Wenn du Jesus angenommen hast, als deiner Retter und deiner Erlöser, dann ist alles in Ordnung. Wenn du nämlich die Offenbarung, damit du es einfach mal weißt, falls du mal die Offenbarung lesen solltest oder du hast bestimmt schon, dann sind die ersten 4 Kapitel für uns Christen letztendlich, wo wir noch hier sind. Und alles, was nach 4 kommt, da sind wir schon entrückt. Weil danach, ab diesem, nach dem 4. geht es ja richtig ab, ne? Ja. Habt ihr denn schon Jesus angenommen? Könnt ihr sagen, Jesus ist mein Herr? Also Giuliano, ja, ist ein Herrscher, habe ich ja schon mitbekommen. Oh, ups. Ich muss mal die Vibration ausmachen. Irgendeine Gemeinde ist gerade live. Marlon! Bist du das? Nein. Marlon! Da ist der Marlon hier. Ja, Amen. Der Marlon sollte das Lobpreis singen. Ja. Ich könnte ja mal eben runterkommen, wenn du Lust hast. Hast du Lust, Lobpreis zu singen? Dann kommt Papa runter. Verbindung ist instabil. Ah, oh, ich. Nee, geht doch. Ja, jetzt geht's wieder. Ja, bei mir ist ja hier dieser grüne Punkt da oben, ne? Da steht dann gute Verbindung. Manchmal steht da halt in gelber Punkt hier so instabil. Geh einfach mal runter, frag mal Marlon. Marlon. Ein, 2 Lieder singen. Ich habe nämlich einen begabten Sohn, der wunderbar singen kann. Auf dem Keyboard. Ah, oh, du bist live. Kann mal einer fragen, ob Marlon Lust hat, 2, 3 Lieder zu singen? Leider. Ich gehe jetzt zu ihm runter. Stürhütte, Jesus heißt die in Köln. So. Stürhütte. Nee, das habe ich noch nicht gehört, diesen Begriff. Du? Ja. Nur 2 so. Ein paar Minütchen. Komm oder nicht. Okay, sollst du runterkommen. Hast du gehört? Komm oder nicht? Ja. Was heißt das denn? Komm oder nicht? Oder nicht. Keine Ahnung. Geh einfach runter. Das ist kein richtiger Satz. Oh nee, das ist für, wenn man nichts sieht, schwierig. Ah, pardon. Schmeiß dich wieder. Dein Sohn sieht nicht. Schmeiß dich wieder wie eine Löwin vor ihren Sohn. Ach ja, mein Sohn hört ja mit zu. Es fällt nicht einfach dazu. Ey, Freunde, wenn ihr mich hört, bleibt dabei. Ich werde jetzt mit euch zusammen den schönsten Lobpreis hören. Wenn wir jetzt Lobpreis live haben, live. Nicht einfach. Genau, live. Okay, okay. Bleib dran. Oh, ist der Donald hier? Ist der Donald hier? Hallo? Oh, da bin ich über die Boxen, ey. Okay, okay. Hast du es live mitgenommen? Bleib dran. Wir wechseln mal die Kamera. Ist der Donald hier? Hallo? Boah, so gut hört man das. Da will ich über die Boxen, ey. Okay. Das ist ein Dave. Dave,
Kannst du ja, bitte. Das mir kann ich ein Kabel mitbringen? Das ist oben in meinem Zimmer. Und zwar ist es eines von diesen langen Kabeln. Das klemmt noch dran. Das ist so ein Zwischenkabel. An einem Ende ist der Bluetooth-Adapter, am anderen Ende geht es zu einem weiteren Kabel. Verstehst du? Jein. Papa, du weißt, was ich meine. Diese Verlängerungskabel, die sowieso für den Arsch sind. Ja, das geht zu einer Box, oder wie? Ja. Ja, dann dies sollte ich es finden. Findest du. Also ja, nicht wollen. Komplett alle Kabel, sondern nur ein Kabel davon abmachen, bitte. Ja, gut. Also das... Ja, bitte, bitte. No problem. Oh, thank you. Brauchst du das Kabel, um zu singen? Ja, brauche ich. Okay. Bleibt alle hier. Wir werden jetzt live on air. Live on open air. Air. Open air. Bitte kein Späßchen. Das stimmt, wir sind. Doch, Späßchen können wir machen. Wir sind auf christlichen Content. Ja, genau, das kann man sehr schnell vergessen. Und dementsprechende Haltung. Ich vergaß. Uno momento, prego. Warte mal, ich mach mal kurz. Direkt. Hier, warte mal. Ich hab. Und jetzt kein Lux. Genau. Du hast es erfasst. Mach. Aus. Hm? Was, ja? Du hast doch. Nee, das ist ein T-Shirt auch. Du hast doch da was, die Kamera, musst du? Nee, die habe ich natürlich an der Decke. Hopp. Oh, das riecht doch hier. Ich habe gesagt, ohne Muck. Jetzt setze ich auf deine vier Buchstaben. Nein, es hängt nicht. Bleib ja, alle bitte. Stay here in the room. Bitte teilt den Stream. Bitte. Bitte teilt den Stream. Den Stream. Oh. Weil ich lade ein paar ein. Ja. Ja. Ich bin doch raus. Warum kann ich den Stream denn immer noch hören? Ich weiß es nicht. Geht das jetzt seit neuestem? Man kann es seit neuestem auch runterladen. Ich finde das ganz toll. Kann ich sogar aus TikTok raus? Das aus TikTok raus und kann trotzdem den Stream hören. Ich weiß es nicht. Ja, manchmal ist da eine Störung. Ach so. Boah, das wundert mich ehrlich gesagt hier. Warum kommt denn hier Donald nicht? Donald! Also du brauchst in der Tat das Kabel, ne? Ja, guck, ist zu kurz. Ich muss es verlängern. Und das ist nicht hier, das ist oben. Also ich stehe jetzt hier benutzen, so dran. Nein, siehst du, doch passt das. So, klar passt das. Hä, hey, Papa, hä? Nein. Mann, warte mal. Hä, was hast du denn na? Hä, wie hast du das jetzt gemacht? Ist das doch richtig, oder? Ja, aber... Ja, und hier kannst du den zweiten noch einstecken, sag ich mal, wenn du den Kopf verbrauchst. Ja, sag Dave Bescheid, der soll nichts mehr machen. Also, manchmal sind Probleme da, die gar nicht da sind. Ja, Halleluja. Was sagt sie? Ich hab gar kein Handy, um das zu sehen jetzt. Mach mal schon mal Melodie. Ja. Ja, ich habe es eigentlich schon geregelt gehabt. Ah. Aber ist in Ordnung, du bist da. Dave, es tut mir leid. Check mal hier, du weißt, was ist. Check. Warum höre ich mich nicht? Störungen. Nee, was soll das? Sofort geht's live hier. Bitte teilen. Bitte teilen Sie das darauf. Wieso hört man denn jetzt nichts? Achso, sorry. Okay. Ich stell noch alles ein. Boah, mach ein bisschen leiser. Es ist ohne Sub sogar, also heute. Ne? Alles ist gut, mein Freund. Ich höre rechts kaum was. Oh.
alles gut. Ich entspanne dich. Ich bin entspannt, wenn du endlich anfängst zu singen. Ja. Na gut, ich unterhalte meine Leute hier. Boah, habt ihr das gehört, Leute? Habt ihr ihn gehört? Das war, ja, habt ihr das gehört? Das war ein Ford Focus. So, nur damit ihr Bescheid wisst. Es geht los jetzt. Check, check, one, two, alright. Schade für, dass es... Mehr schlecht als recht, aber so geht's. Ist ja kein Konzert, ist ja nur ein... Nur mal schon mal... Oh. Zuck. Geil. Boah, das ist zu laut. Muss ein Stück leiser machen. Das übersteuert er sonst im Handy. Oh, das übersteuert nicht. Ist nicht aus dem letzten Jahrhundert. Könnt ihr uns gut hören so? Mama. Check, check. Hörst du uns? Ich hab ein Problem. Welches? Ja, Effekte. Nichts Schlimmes. Strom ab oder was? Soll ich Strom ab? Warte. Check. Manchmal check, hilft ja ein Neustart, das meinte check. Ich. Nee, jetzt habe ich sie, jetzt habe ich sie, jetzt okay. Eins. Oh, war sehr genau, ey. Check. Danke fürs Folgen. Sorry, jetzt habe ich es aber. Ja. Hallo User. Nicht wundern, wir gehen jetzt live. Eins, zwei, eins. Lobpreis. Okay. Sollte doch klappen, ne? So wie letztens, das würde schon reichen. Du kannst also auch wechseln. Völlig freiwillig. Freiwillig! Ja, wir danken dir. Schwierig.
suchst du zu uns? Yeah, yeah. Lobpreisabend. Hast du Show gemacht? Show Markus. Ja, bitte teilt. Und wir werden einfach weiter singen. Ich mache nur eine kleine Session. Kleine Session, ja, ja. Ist schon klar, aber jetzt singen wir ein bisschen. Zum Beispiel so. Ja, wie soll ich das sagen? Das letzte war so. Das, ja, ich guck mal, warte. Ja. Okay, komm. Ja. Eins, zwei. Ne? Der Herr segne dich und behüte dich. Lass dein Angesicht leuchten und sei gnädig mit dir. Sein Angesicht sei dir zugewandt, Friede mit dir. Amen, Halleluja. Also das? Ja. Das sind schon die ganze Zeit. Ach so. Ja, dann denken wir richtig damit. Persönliches. Ich wünsch dir Gottes Segen. Genau. Ich wünsch dir seine Nähe, seine Kraft, ein reich erfülltes Leben. Über den die Hand des Höchsten wacht. Liebe und Wärme, Gelassenheit in allem, was du tust, dass du auch in Sternen sicher und zufrieden in dir ruhst. Halleluja. Okay, warte, warte. Ich kenne jetzt, ich komme nicht durch, ich komme nicht lang.
Ich habe Heimweh. Oh ja, das ist gut. Das, genau das. Ich habe Heimweh. Genau das war. Genau das. Alter. Wie soll ich so im Flow kommen? Okay, I'm sorry. Jetzt bin ich voll. Ich habe Heimweh. Ich habe Heimweh. Nach dir, Vater. Ich habe Heimweh. Ich habe Heimweh. Ich habe ein Weg nach dir, Vater. Hast du auch ein Weg? Du kannst jederzeit zum Vater kommen. Er ist nur ein Gebet entfernt. Von hier bis nach hier. Vom Munde bis zum Herzen. Und schon ist er da. Amen. Denn wir sind gerettet durch Jesus Blut. Genau. Gerettet durch Jesus Blut. Denn sein Opfer hat mich frei gemacht. Gerettet durch Jesus Blut. Gerettet durch Jesus Blut. Gerettet durch Jesus Blut. Denn sein Opfer hat dich frei gemacht. Gerettet durch Jesus Blut. Damit ihr das alle versteht. Gerettet durch Jesus Blut. Gerettet durch Jesus Blut. Denn sein Opfer hat mich frei gemacht. Gerettet durch Jesus Blut. Wir transformieren. Gerettet durch Jesus Blut. Gerettet durch Jesus Blut. Denn sein Opfer hat mich frei gemacht. Gerettet durch Jesus Blut. Oh yeah. Gerettet durch Jesus Blut. Gerettet durch Jesus Blut. Denn sein Opfer hat mich frei gemacht. Gerettet durch Jesus Blut. 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 Genau, wir sind gerettet. Sing a little praise song for this. Durch sein Handeln sind wir gerettet. Weil er sich hingegeben hat, dürfen wir sagen, aber lieber Vater, danke, dass du uns herausgeholt hast, warum schlechter, aus der Dunkelheit und uns ins Licht gestellt hast. Es ist so wichtig zu erkennen, dass die Liebe frei macht. Ja? Und es ist wichtig zu erkennen, dass wir einen liebenden Vater haben, dass wir alle Zeit, jederzeit, egal welche, immer wieder zurückkommen können. Immer wieder. Er hat sein Herz offen. Ja, er sagt nicht, er schimpft nicht, er ist auch nicht enttäuscht. Wir können Gott nicht enttäuschen. Ist es nicht wunderbar? Er ist derselbe gestern, heute und in aller Ewigkeit. Er weiß dein Morgen. Und wir denken, wir können ihn enttäuschen, weil wir dies oder jenes tun. Ja, sind die Dinge, die nicht gut sind, gut für uns? Nein, natürlich nicht. Ja, es ist wichtig zu erkennen, dass uns alles vergeben worden ist. Schade, es ist kaum einer hier. 4, 3 bis 4. Gestern, letztes Mal war noch, ne? Sind nicht alle da. Aber egal, derjenige, der es hört, der weiß genau, warum er es hört. Also Mama, hör zu. Nein, das ist doch jemand anders. Der schreibt,
gerettet zum Glück. Halleluja. Ja. Und ja, zum Glück. Wusstest du, dass wir schon von Anbeginn der Zeit schon festgeschrieben stehen im Buch des Lebens? Können wir daraus ausradiert werden? Ja, können wir. Ich sag so, hä? Warum? Ich dachte, ich bin gerettet und all meine Schuld ist vergangen oder vergeben. Aber ich habe mich damit mal beschäftigt. Die Bibel meint, es ist nur eine Möglichkeit, daraus, aus diesem Buch herausradiert zu werden. Und zwar, das ist das, Jesus Christus nicht anzunehmen als deiner Retter. Ja, dann hast du nämlich kein Leben. Ja, und dann sind wir da rausradiert. Aber sobald du Ja zu Jesus gesagt hast, dann bleibst du da drin verewiglich. Es gibt kein Rauskommen mehr. Und zum Glück, weil wir mit unseren Denken und unseren Handeln manchmal wirklich nicht gerade, das sieht nicht nach Gerechtigkeit aus. Aber er ist ein liebender Vater, wir sind seine Kinder und er liebt uns und das wird immer so bleiben. Denke immer daran. Wenn ihr Fragen habt, fragt. Ja. Und. Soll ich noch was sehen? Ja, bitte. Okay. Zu wem sollte ich gehen? Oh ja. Halleluja, genau, passend. Es gibt keinen. Meine Gnade, Herr, zu wem sollte ich gehen? Du bist voller Gnade, Herr, zu wem sollte ich gehen? Ja, genau. Niemand, der so ist, so wie du.
segnet. Gott. Ja, gut, ich muss sagen, ich versuche da, wenn du singst, dann nicht so da rein, okay? Alles gut. Ja, Gottes Segen, Juliana, schön, dass du da bist. Nico, ich freue mich, dass du auch hier zu uns gefunden hast. Wirklich, der Frieden des Herrn soll mit euch sein. Und du, Geliebter und Geliebte, heute ist das Thema weiter. Liebe. Liebe. Die Liebe in Person lebt in dir. Römer 5,5 sagt, dass die Liebe ausgegossen ist in deinen Herzen. Wir können lieben und wir sind geliebt. Lass dich nicht anlügen vom Feind, dass du nichts wert bist. Wie gesagt, du bist das Kostbarste auf dieser Welt. Und nicht nur auf dieser Welt, von allem, vom ganzen Universum. Jetzt geht's los hier, jetzt geht's los. Ach, ich freue mich. Und ich wünsche dir Gottes Segen. Ich wünsche dir. Wisst ihr was, was wir dir wünschen, euch wünschen? Du, der das gerade hört, wir wünschen dir jetzt was, was mein Sohn jetzt singen wird. Und nimm diese Worte einfach an. Ja. Hört hin. Ich wünsch dir Gottes Segen. Ich wünsch dir seine Nähe, seine Kraft. Ein reich erfülltes Leben. Über dem die Hand des Höchsten war, Liebe und Wärme. Genau das. Gelassenheit in allem, was du tust, und dass du auch in Sternen sicher und zufrieden in dir ruhst. Oh yeah. Was auch immer. Lass dich leiten vom Heiligen Geist. Wir müssen uns angewöhnen, in diesen Flow des Heiligen Geistes zu kommen. Er leitet und er führt uns. Er möchte, dass wir in diese Ruhe kommen. Er möchte, dass wir in diesen Frieden kommen. Ja. Und er möchte auch, wisst ihr was, der Herr Jesus, er liebt Lobpreis. Und das wollen wir jetzt tun. Könnt ihr uns gut hören? Achso, der Nico schreibt, sehr gesegnete Stimme. Hammer. Danke. Wow, Naturtalent. Oh, 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 oh. Jeden Tag, jede Zeit, wenn ich sein Wort höre, dann geht es mir gut. Jeden Tag und jede Zeit, wenn ich sein Wort höre, geht es mir gut, so gut, so gut. Die Freude am Herrn ist meine Stärke. Die Freude am Herrn. Kannst du das auch sagen? Ist meine Stärke. Ich habe meine Lust an den Herrn. Er gibt mir, was mein Herz begehrt. Die Freude im Herrn. Die Freude. Ja, sing mit. Ich bin nicht alleine. Sing schon. Meine Stärke. I thank you and hallelujah, God bless you, girl. I really love you. I really love you. Because you're first of me. I love you, yes I do, oh baby. Aber eins wollte ich euch sagen, und das ist wichtig, dass ihr das wisst. Es ist Gnade,
Wenn ich um ihn ging, es ist Gnade, vor ihm zu erzählen, es ist Gnade, mit ihm zu gehen. Jesus, du lebst. Nochmal. Es ist Gnade, mit dir zu gehen. Es ist Gnade, vor ihm zu erzählen. Es ist Gnade, mit ihm zu gehen. Jesus, du lebst. Halleluja. Amen. Weil er lebt, dürfen wir auch leben. Amen. Weil er gewonnen hat, weil er gesiegt hat, sind wir Sieger. Ja, warum sind wir Sieger? Weil der Herr gesiegt hat. So sieht's aus, meine Lieben. der Himmel hört zu, ja, danke. Hier, Power in den Namen Jesus. Wird's mir gewünscht. Power in den Namen von wem? Das ist von Joyce. Also, dann, wer hat das gewünscht? Mutter. Wer? Die Mutter. Achso, ja, ja. Die Frau, die dich unterm Herzen getragen hat. Ach so, ja, jetzt ja, weiß ich. Ja, ja, ja. Versuch mal in diesen Joyce-Modus da. Ja, okay, versuch ich mal die Original-Ton dazu ja, gehört. Ich sag euch, dieses Lied, ne? Es ist nicht einfach. Es ist nicht einfach, aber in der Wiederholung liegt die Kraft. Jetzt hat sie diese Wiederholung immer gemacht. Da ist Power in den Namen Jesu. Bitte teilt. Da ist Vollmacht in den Namen Jesus. Da ist Gnade in den Namen Jesus. Dass jede Kette zerspringt und jede Sorge vergeht, jede Angst muss jetzt gehen. Hörst du, jede Angst muss gehen. Jede Angst muss jetzt gehen in den Namen Jesus. In den Namen Jesus muss jede Angst verschwinden. Nämlich da, ich will auch nochmal da. Ist Vollmacht. Oder weiß ich den Text nicht mehr? Ist nicht schlimm. Was? Da ist Vollmacht. Da ist Vollmacht in den Namen Jesus. Also. Da ist Power in den Namen Jesus. Hör auf diese Worte, Mann. Hör mal genau hin. Da ist Gnade in den Namen Jesus. Dass jede Kette zerspringt, jede Sorge vergeht, jede Angst muss jetzt gehen. Jetzt mein Vater. Ja. Komm. Dass jede Angst, nein, dass jede Kette zerspringt, jede Sorge vergeht, jede Angst muss jetzt gehen. Oh, und diese Länge. Gehen, ne? Gehen. Die Angst hat kein Anrecht auf dich. Die Angst muss tatsächlich jetzt gehen. Warum? Der Glaube, der Name Jesus ist so kraftvoll und so mächtig, dass die Dämonen weichen müssen. Dass wenn sie den Namen Jesus hören, dass jedes Problem weichen muss, ja? Dass jede Kette zerspringt, jede Sorge vergeht und jede Angst muss jetzt gehen. Jede Kette zerspringt, jede Sorge vergeht und jede Angst muss jetzt gehen. Dass jede Kette zerspringt, jede Sorge vergeht, jede Angst muss jetzt gehen. Das ist schön, das ist schön. Jede Kette zerspringt, jede Sorge vergeht, jede Angst muss jetzt gehen. Amen. Hast du Jesus, dann bist du rein und gerechtfertigt. Aber ich möchte nochmal diese Worte, noch einmal bitte. Ich möchte, dass du diese Worte, die jetzt in der Wiederholung geht die Kraft. Diese Worte, bitte, hört sie euch nochmal an. Verinnerlicht. Lasst diese Worte in euren Herzen fallen. Sagt es laut vorher. Sagt es laut einfach, wenn es geht. Oder nehmt es einfach an. Okay, noch einmal, bitte. Dass jede Kette zerspringt, jede Sorge vergeht und jede Hand muss jetzt gehen.
jede Kette zerspringt, jede Sorge vergeht und jede Hand muss jetzt gehen. Wow, Halleluja. Dass jede Kette zerspringt, jede Sorge vergeht und jede Hand muss jetzt gehen. Dass jede Kette zerspringt, jede Hand muss jetzt gehen und jede Sorge vergeht. Hörst du, Feind? Sorge muss jetzt gehen. 1. Petrus 5, Vers 7 sagt der Herr: werft all eure Sorgen auf mich. Ja? Und er wird sich darum kümmern. Also, macht euch keine Sorgen. Habt keine Angst. Dir gebührt die Ehre und Anbetung. Bitte teilt mal. Wir heben unsere Hände, wir heben deinen Namen. Dir gebührt die Ehre und Anbetung. Wir heben unsere Hände, wir heben deinen Namen, denn du bist groß. Möge Jesus ihn reichlich segnen. Und davor war mega. Heiliger Geist. Jetzt kommt er in den Flow. Finden wir Kraft. Ja. Nur da ist. Ne, ich, ja, dieses Vergleich mit der Tankstelle, aber an ihn angestöpselt, ja. Da waren wir, da sind wir voller Energie. Ne? Es ist genauso, als wenn man ein Handy auflädt. Es braucht einen gewissen Adapter, damit es lädt. Ein bestimmtes Kabel. Mit einem Anschluss. Und dann lädt es. Ja. Und dann füllt es sich mit Energie. Und was ist unsere Energie? Das Wort Gottes. Amen. Und das Wort Gottes
ist unsere Stärke durch den Heiligen Geist, der uns immer wieder Neues offenbart. So wird es sein. Halleluja. Amen. Sehr gesegnet. Danke. Ja, so ist es. So ist es. Wir müssen angeschlossen bleiben. Wie machen wir das? Indem wir Gemeinschaft haben, indem wir in sein Wort lesen, indem wir in Gebet gehen, indem wir solche Sachen machen wie jetzt, in Anbetung, in Lob und in Ehren. Dann geht es deine Seele gut. Ja? Und der Körper muss die Seele dann folgen. Und nicht, dass wenn deine Seele schlecht gefolgt ist, der Körper folgt die Seele. Versteht ihr, was ich meine? Also, wenn es deine Seele schlecht geht, geht es dein Körper auch schlecht. Aber wenn dein Geist und deine Seele es gut geht, boah, ich komme jetzt auch im Flow. Ja, wenn es dir gut geht, dann geht es deinem Leib auch gut. Dann wird es nach draußen sichtbar. Und wir sind nicht umsonst Lichtträger. Das Licht wohnt in uns. Und das Wort ist das Fuß, das Leuchtet und zeigt uns den Weg. Amen. Und nun möchte ich euch noch einmal etwas sagen. Habt ihr Lust, einmal vor dem Thron des Herrn zu stehen? Dann schließt eure Augen. Und lasst euch darauf ein, auf die wunderbare Gnade des Herrn, die wir haben dürfen, immer und immer wieder. In der ach so kaputten Welt. Aber lasst sie hinter euch und lasst euch auf die volle Kraft des Heiligen Geistes ein. Amen. Halleluja. Und ich singe jetzt Folgendes. Und ich komm mich vor den Thron, freigesprochen durch den Sohn. Dein Blut macht mich rein, du nennst mich ganz dein. In deinen Namen kann ich sein. Und noch einmal. Und ich komm mich vor den Thron, freigesprochen durch den Sohn. Dein Blut macht mich rein, du nennst mich ganz dein, in deinem Namen kann ich sein. Halleluja. Und ich komm wir vor den Thron. Wir können vor ihn kommen. Weiter. Freigesprochen durch den Sohn. Weil wir freigesprochen worden sind durch Jesus. Dein Blut macht uns rein durch sein Blut. Du nennst uns ganz dein. In deinen Namen können wir sein. Sein Name hat uns frei. In deinen Namen können wir sein. Halleluja. Halleluja. Es ist so schön. Jesus, ich liebe dich. Kannst du das sagen? Du bist immer bei mir. Ja, nur mit dir will ich leben, oh Herr. Jesus, ich liebe dich. Du bist immer bei mir. Ja, nur mit dir will ich leben, oh Herr. Jesus, ich liebe dich. Du bist immer bei mir. Immer ist er bei ja, uns. Ja, nur mit dir. Er lässt uns niemals alleine. Halleluja. Jesus, komm nach vor. Du bist immer bei mir. Ja, nur mit dir will ich leben, oh Herr. Jesus, dein Wort hat uns gerecht gesprochen. Ich muss nochmal ansetzen, sorry. Ja. Jesus, dein Wort. Mach weiter, ich guck mal aufs Handy hier, Mann. Warum?
Oh. Ja, weil der Akku schlecht, ne? Ich hab nur noch 14%. Woo! Mein Gott, beschütze euch. So schön, schreibt jemand. So, jetzt sind wir wieder da. Ist das jetzt durchgehend? Ich habe mein eigenes Netz genommen. Bitte, wenn irgendwas hängen sollte, bitte sagen. Halleluja. Wir machen sofort weiter. Der Feind möchte einfach immer stören. Ach, mach dich jetzt. Wenn das nicht bald mal ein Ende hat mit diesem Internet. Würde es nicht, also nicht so schnell. In Jesus Namen ja, aber die kommen ja nicht in die Pötte. Wie viele Jahre haben wir das jetzt? Ja. Demnächst lege ich einfach Geld drauf. Dann sollen sie die Straße aufreißen. Ja! Warte, okay, ich geh nochmal. Das weiß ich gar nicht. Das hat sich... Ja. Oh Mann, wir waren gerade so gut. Es waren wirklich 7, es sind immer noch Leute da. So, ich hoffe jetzt, ich habe ein bisschen verstellt. Ich hoffe, dass der Empfang jetzt besser ist. Jetzt geht's, ne? Seid ihr alle da? I'm sorry für diese Unterbrechung. Sie hat jetzt aus dem Flow geholt. Wir machen nicht mehr so lang. Vielleicht noch 10 Minuten, dann werden wir noch beten für dich, Juliana. Das hab ich gelesen. Ja, warte. Wo waren wir stehen geblieben? Welches Lied? Ja. Jesus, dein Wort, denn meines Fußes leuchtet. Jesus, dein Wort, leuchtet mir den Weg. Jesus, dein Wort hat uns gerecht gesprochen. Durch sein Wort leben wir im Sieg. Halleluja. Bleibe dran.
bleib in Gottes Vertrauen. Sehe nur gute Saat aus und bleibe fest im Vertrauen. Es ist immer wieder ein Thema, weil die Angst dich lehnt und dir wehmacht. Doch sie darf dich nicht kontrollieren. Suche einen Quell deiner Freude, Zeit solltest du nicht vergeuden. Alles Gute wird passieren, besser wir liegen unsere Ängste ab. Wovor hab ich so lange Angst gehabt? Das Einzige von mir ist ihr begrabt. Sind sie? Ängste sind nur für das eine gut, sie verleihen mir den nötigen Mut. In mir fließt kein Tropfen feiges Blut. Ich werde siegen. Mein Glück ist besiegelt. Wisst ihr, eine Sache, wir haben schon gesiegt. Und wir können nicht. Vielleicht singen wir das Halleluja, wenn er Lust hat. Oder gewünscht. Einfach das Halleluja-Lied. Gottes Segen an alle, die jetzt dazugekommen sind. Schön, dass ihr da seid. Wir sind im kurzen, wir haben ein bisschen Lobpreisabend. Vielen Dank für die ganzen Komplimente. Aber wir können nicht tiefer fallen wie ins Vaters Hand. Er wird uns immer wieder aufrichten. Und ihm gebührt alle Ehre dafür. Und auch Halleluja. Und Amen heißt, so sei es. Gott ist groß, Gott ist gut. Gott ist gut. Aller Zeit ist. Es gibt so einen Spruch. Gott ist gut. Aller Zeit, ne? Aller Zeit ist Gott gut. Also Gott ist gut. Ist ja nicht schlimm. Gott ist gut. Aller Zeit ist Gott. Jetzt musst du sagen. Gut. Amen. Gott ist gut. Ja. Und obendrein ist er. Der Allerbeste. Nein, er ist nicht gut. Er ist der Allerbeste. Zu dem ist wichtig. Was für Yeah.
König aller Könige, der Anfang und das Ende, mein Erlöser lebt. Mein Erlöser lebt. Kannst du das auch sagen? Halleluja! Christ, mein Erlöser lebt, denn ist auferstanden, und lebt in meinem Herzen, dort wo sein Name steht, o ist der Allmächtige. Sehr spontan. Und er möchte euch einfach damit segnen. Ja, und wir wollen ihm alle Ehre geben. Ihr Geliebten. Ja, sie schreibt, mein Erlöser lebt. Danke, Jesus. Ja, wir können wirklich dankbar sein. Ja. Wisst ihr, es kommt der Tag, wo wir ihn Angesicht zu Angesicht sehen werden. Wow, was für ein Tag. Wow. Wenn der Tag kommt, wo wir entrückt werden, werden wir in den Himmel, auf dem Weg zum Himmel, werden wir ihn sehen. Ist das nicht wunderbar? Ist es nicht wunderbar, eines Tages, es kommt ein Zeitpunkt, wo wir in der Tat überhaupt keine Sorgen mehr haben werden, keine Ängste, jede Depression wird vergehen, wird Geschichte sein. Und wusstet ihr, dass Gott alle Tränen sammelt? Er hat deine Tränen gesehen. Wenn du Tränen sähst, wirst du Freude ernten. Amen, das habe ich schon lange nicht mehr gesagt. Das habe ich so richtig gesagt. Ja, genau. Wer mit Tränen sät, er wird Freude ernten. Was heißt das? Ja, wisst ihr, wir können auch im Leid sein, auch weinen und Gott um Hilfe bitten und gute Saat sehen und den Glauben nicht verlieren und die Gewissheit zu haben, dass am Ende alles gut sein wird, dann hast du gute Saat gesät. Amen. Amen. Und oh, yeah, yeah. Leg meine Hand
in deine Hand. Ich bin hier. Leg meine Hand in deine Hand. Leg meine Hand in deine Hand, denn du bist bei mir. Leg meine Hand in deine Hand. Leg meine Hand in deine Hand. Leg meine Hand in deine Hand, denn du bist bei mir. Alles gut. Alles gut. Meine Hand in deine Hand. Ich meine Hand in deine Hand. Und du bist bei mir. Gesetz aufzulösen? Nein, um zu erfüllen.
Ja, er sagt, wer mir nachfolgt, ja, dem. Also wir haben zwei neue Gesetze, Gebote. Liebe Gott über alles mit dem ganzen Leib und ganzen Geist. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Amen. Damit hast du alles erfüllt. Aber weil er das alte Gesetz nicht erfüllen konnte, musste er kommen. Und er hat alles erfüllt. Und somit leben in dieser Gnadenzeit, die wunderbar ist. Sein Blut hat uns frei gemacht und gerecht gesprochen. Wir sind gerecht, obwohl wir fehlerhaft sind, sind wir gerecht. Nur eine Sache. Und noch obendrauf hat er uns Macht und Autorität gegeben. An dem Tag, als du Jesus angenommen hast, hast du Macht und Autorität bekommen. Über was? Um den Feind den Kopf zu zertreten. Wenn die Angriffe kommen, damit du handeln kannst. Ja, wir haben nämlich ein Schwert bekommen und das ist das wunderbare Wort Gottes. Es steht geschrieben in Epheser 6, zieh täglich die Waffenrüstung an, dass wenn wir angegriffen werden, und wir werden angegriffen, das kann ich dir sagen, damit wir unser Schutzschild des Glaubens nehmen, unser Schwert. Was der Teufel gar nicht leiden kann, genau, das ist folgendes, worüber ich jetzt singe. Jesus Christus hat mich frei gemacht. Von was? Vom Gesetz der Sünde und des Todes. Das war auch noch. Wow. Vers 2. Amen. Halleluja. Wir sind frei also. Vor deinem Thron stehen wir jetzt vorher. Geben den Lobpreis an Bietung. Vor deinem Thron stehen wir jetzt vorher. Geben dir Lobpreis und Bittung, o Herr, Vater. Du allein bist der Herr. Oh, hey.
hoffe, das ist alles gut rübergekommen. Ich hoffe einfach, dass ihr das genießen konntet. Ich weiß ja nicht. Ich weiß nicht, wenn ihr noch irgendwelche Anliegen habt. Willst du aufhören? Ja. Okay, alles klar, kein Problem. Es war jetzt auch wirklich spontan. Spontan erstmal das, aber in der Spontanität ist immer eine Überraschung drin. Ja. Ich fand, also das, also Marlon, ja. Das war immer mein Traum. Darauf habe ich hingearbeitet. Ja, einfach die Menschen mit Lobpreis zu segnen. Ja, ja. Leider kann ich das ja nicht, deswegen brauche ich dich ab und zu mal. Keine Sorge. Aus Gesangsunterricht. Ab, nee, das bringt, also, ach komm. Du hast die Gabe. Man muss groß träumen. Ja, genau. Du, ja. Aber er hat tatsächlich die Gabe von Gott bekommen. Der Tag wird kommen. Ja, also er macht das ja schon teilweise. Ja. In der Gemeinde zu singen. Mhm. Aber ich meine in unsere eigene. Und ja. Sehr gut rübergekommen, schreiben sie. Halleluja, sehr schön. Fantastisch. Dankeschön. Ein Gebetsanliegen noch. Ja. Von wem? Da braucht man keine so ein ja. Herz erweisen, kein Krieg oder so. Ich weiß schon, was du meinst, Papa. Sehr gut. Wir verstehen uns. Wir beide absolut. Verstehen uns. Absolut. Wir sind einander abgeschlossen. Augenblick, Augenblick. So. Hier, was meintest du, Juliana? Ja. Ich denke ja, ne? Ja, ja, meinte ich. Oh ja, das ist genau das Richtige. Oh, dann geht's sofort. Wisst ihr, wenn solche Melodien, wenn ihr euch die im Hintergrund anmacht, im Gebet oder überhaupt, wenn ihr Gemeinschaft mit dem Herrn habt, ich sage euch, es öffnet ein Stück vom Himmel. Der Herr, er liebt Musik, er liebt Töne. Im Himmel ist ganze Zeit, singen die Engel. Ja, das soll wunderschön sein. Ich war noch nicht da, aber nur von Erzählungen jetzt, die schon mal, oder auch in das Wort Gottes, dass die Engel 24 Stunden singen, Herr, du bist heilig, heilig, heilig ist der Herr. Ja. Okay, warte, Gebet verlieben, dass die Kinder zu Jesus finden, in dieser teuflischen Welt. Ja, werden wir machen. Ja, da ihr Glaubensgeschwister seid, und 2 und 3, wenn wir versammelt sind, da ist der Herr mitten unter uns, sagt das Wort, nicht ich. Und wir sind mehr als die 2 und 3. Kann ich nur sagen, dass ihr einfach, weil ein Gebet von einem Gerechten vermag alles. Und wir sind gerecht, das haben wir heute gelernt, dass wir gerecht sind durch Jesus Blut. Und ja, wir werden es einfach gemeinschaftlich dafür beten. Ja, dass Gott unsere Gesundheit bewahrt. Amen. Vergesst niemals, das letzte Wort hat immer Gott. Und da wir ja Autorität und Macht bekommen haben und die Probleme kommen, musst du nicht, Vater, bitte, bitte, bitte. Du hast ja die Autorität. Was heißt Autorität? Du musst zu das Problem sprechen. So zum Beispiel. Krankheit. Und wenn du weißt, welche. In den Namen des Herrn Jesus Christus. Du musst weichen. Ich befehle göttliche Ordnung in meinen Leib. Halleluja. So ungefähr. Oder Finanzen. Ich befehle dich in den Namen des Herrn Jesus Christus. In Versorgung in meinem Haus. Oh. So könnt ihr beten. So sollen wir. Wir sollen nicht bitteln und betteln wie Bettler. Weil wir sind Königskinder. Vergesst das niemals. Und ich bekenne, und wir kommen jetzt gemeinschaftlich vor den heiligen Thron. Ja, wir kommen jetzt vor deinen Thron, Herr. Und diese, du weißt alle Dinge und du kennst unser Herz. Wir danken dir, Herr, für diese Möglichkeit, die du uns heute gegeben hast, dass wir ein Segen sein durften für andere. Und du weißt um jedes Problem. Aber du sagst, wir haben nicht, weil wir nicht beten. Wir kommen jetzt in Fürbitte für Juliana. Du weißt, was da los ist. Du weißt um ihre Gesundheit. Wir legen das in deinen Händen. Und da du uns aber Macht und Autorität gegeben hast, werde ich sie jetzt nutzen. Und ich sage jetzt,
in den Namen alles unter diesen Namen Jesus Christus. Jedes Problem muss erweichen unter diesen Namen. Bekenne ich jetzt vollkommene Wiederherstellung, weil auch du, Jesus, jede Krankheit am Kreuz getragen hast. Ja, alles hast du getragen. Und Gesundheit gehört uns. Es gehört uns. In den Namen des Herrn Jesus Christus befehle ich diesen Körper in göttlicher Ordnung. Alles, was nicht zu diesem Körper gehört, muss jetzt in diesem Augenblick weichen. In den Namen des Herrn Jesus Christus. Und später auch für diese Welt. Was war das? Ja, für dass unsere Gesundheit bewahrt. Sowieso, ich kann dir nur sagen, wenn 10.000 zu deiner Linken, 10.000 zu deiner Rechten, so wird es dich nicht treffen. Hab keine Angst. Gott ist mit uns. Hab Vertrauen. Angst lebt. Angst lebt nicht nur, sondern blockiert den Segen. Aber ich sage dir, wenn du Gottes Vertrauen hast, wenn du dein Vertrauen in ihn legst und du nicht auf Umstände schaust, sondern unser Augenmerk mal nur auf Jesus gerichtet ist, dann kann es uns nur gut gehen. Mir geht es gut, das ist das Letzte, was danach kommt. Und ich befehle in den Namen des Herrn Jesus Christus, göttliche Gesundheit für uns alle. Halleluja. Und dass unser Glaube einfach nicht aufhört. Wusstet ihr, dass Jesus 24 Stunden betet, damit unser Glaube nicht aufhört? Und wir alle haben ein Maß des Glaubens von Gott, dem Vater, in uns reingelegt bekommen. Mach was draus. Amen. Und nur noch ein Abschlusslied. Mir geht es gut. Und dann gehen wir auf. In den wunderbaren Namen Jesus Christus. Amen. Check. Ihr müsst alle Amen sagen, es ist wie ein Unterschrift. Amen heißt, so sei es, es beginnt. Übrigens. So. Ja. Mir geht es gut. Halleluja. In deiner Gegenwart, ich habe keine Angst, denn du bist bei mir. Mir geht es gut. Deiner Gegenwart, ich habe keine Angst, oh yeah, denn du bist bei mir. Ich will mehr. Auch du mehr von ihm. Von dir. Man öffne dein Herz. Ich will mehr von dir. Ich brauche immer mehr. Ich will mehr. Unmögliche wird möglich. In deinem Namen.
halte Halleluja. Fest. Halte nicht an dein Problem fest, sondern an Jesus. Glaub an seine Zusagen, dass er uns nie allein lässt und uns immer hilft. Ja, Königs, schade, du bist zu spät gekommen. Meines Herzens, ja. Vielen Dank, Marlon. Es hat mich gerade sehr berührt. Das war gerade das letzte Lied, das habe ich Tränen in den Augen. Willst du fühlen? Hier, nein, nein, glaub ich dir. Ja, glaub ich dir. War doch nichts. Ja, okay. Ich hab wirklich hier was. Willst du fühlen? Nee, 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 geh weg. Geh weg, geh weg. Aber mehr von Jesus, das ist das, was wir brauchen. Ich freue mich, dass ihr alle da wart. Wir werden jetzt aufhören. Und in Kürze wiederkommen. Genau, wir werden, ich werde dann eine Ankündigung machen. Ankündigung. Sag mir bitte vorher auch Bescheid. Ja, das war sehr spontan. Es tut mir leid, das war absolut spontan. Oh, schau, aber du siehst, hey. Ja. Du siehst, wir haben jetzt andere gesegnet damit. Ja. Und uns selber noch, oder nicht? Halleluja, Halleluja. Ja, ja, ja. Ja, war sehr schön, danke. Ich schicke mir das Video nachher. Ja, ich werde es auf jeden Fall runterladen. Geil. Und das... Schade, ich wäre gerne noch woanders live gleichzeitig gewesen. In Facebook zum Beispiel. Könnte man noch, ja. Ich muss also noch ein Handy haben. Hast du doch. Noch eins, weil damit lese ich ja. Dann nimm das S7. Ach, das S7 mehr. Also Leute, nur mal so zur Info. Bald werden wir in Facebook. Und vielleicht noch in YouTube, aber das habe ich keinen Abonnenten für. Genau. Aber Facebook dann. Ja, ich meine, das ist nicht für uns, das ist für andere. Wir wollen ja andere damit ein Segen sein. Damit die Welt ist schon schlecht genug und Ablenkung genug und die ganzen Sachen, ne? Mhm. Ja, spontan ist immer das Beste, schreiben sie. War sehr, sehr schön. Danke. Mhm. Danke euch und Gottes Segen euch. Gottes Segen. Ja, das wünschen wir euch auch. Aber ich muss mir einen Stuhl besorgen, was weicher ist. Ach, bitte mal, hey, Junge. Ich bin immer der Jüngste, ne? Ja, 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 ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ich, vielen Dank, ne? Ja, ich mach aus jetzt. Okay, schade. Macht es gut. Schwenkt da hoch. Tschö, tschö, tschö. Gottes Segen. Tschö, tschö.